Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Programmieren mit PHP und XAMPP. So Lalle, wir sind hier in unserer Datei, die wir angelegt haben. Dazu kann ich vielleicht nochmal hier das hier öffnen. Das hier machen wir darüber. Das muss ja niemand sehen, nicht wahr? So Lalle, gehen wir wieder Localhost ein. Hier unten haben wir es schon Endspiel drauf. Und hier sind wir auch schon. Genau bei dem, wie wir es beim letzten Mal hatten. So, heute wollte ich euch dann mal zeigen, wie man so Button-Werte, Sachen übernehmen kann. Bisher haben wir noch nichts wirklich mit Datenbank gemacht und mit PHP an sich auch wenig. PHP hat jetzt auch eigentlich eher die grundlegenden Funktionen vom Programmieren, also if-Abfragen, while-Schleifen, for-Schleifen, Variablen anlegen und so weiter und halt die Datenbank-Abfragen dann auch. Aber dazu kommen wir noch. Jetzt erstmal, wie benutze ich so einen Button? Und zwar, wir haben ja die Variable a, die ist gleich 1, solange a größer als 0 ist, wird a ausgegeben. Und sagen wir jetzt einfach mal, falls a nicht größer als 0 ist, wird, was weiß ich, lol ausgegeben. Ich bin immer sehr einfallsreich mit meinen Sentences. Sudale. Wichtig zu beachten ist, wenn wir eine Funktion eines Buttons erstellen wollen, dann machen wir das immer über der Erstellung des Buttons. Das heißt, auf jeden Fall hierhin. Und das machen wir ganz einfach mit einer if-Abfrage, dann eine Klammer auf und dann isSet. Dann $_post groß geschrieben und dann in Ecke geklammert mit einem Anführungszeichen, einen normalen. Wichtig hier zu beachten ist, bei HTML macht man immer, wenn man irgendwas schreibt oder so, doppelte Anführungszeichen. Wenn man aber in PHP, in HTML irgendwie Anführungszeichen benutzen will, wie zum Beispiel hier Namen auswählen oder sonst irgendwas, benutzt man einfache Anführungszeichen, sonst würde man ja das Echo schließen. So, jetzt machen wir hier if is it $_post und unser Button heißt okay. Nee, unser Button heißt okay. Also wenn der Button gedrückt wird, genau das heißt es so viel wie. If is it post, is it überprüft, ob der gedrückt worden ist und post ist dafür da, welcher Button gedrückt worden ist. Und jetzt können wir da was reinschreiben. Wir können zum Beispiel reinschreiben, wenn er gepostet wird, echo der Button wurde gedrückt. Punkt. Semikolon. Machen hier oben noch ein br. Und dann rechnen wir hier die Variable $a. Okay, willkommen zurück. Ich habe es geschafft, bei 2 Minuten 50 im Video mein Mikrofon abzuschalten. Das war ganz toll, was ich da gemacht habe. Super, super. Darum erkläre ich jetzt gerade nochmal alles, was ich gemacht habe. Und zwar waren wir stehen geblieben. Das hier oben habe ich mal auskommentiert, das ist nämlich unnötig. Habe die Variable a nochmal neu angelegt, weil wir die hier unten brauchen. Und zwar war ich stehen geblieben, bei der Button wurde gedrückt und a ist gleich a plus 1 und dann lassen wir uns a ausgeben. Das heißt, das speichern wir jetzt kurz und gucken uns nochmal an. So, drücken wir auf OK, der Button wurde gedrückt, 2. Perfekt, passt. So, was ich jetzt als nächstes machen wollte, was ich auch im Video erzählt habe, ich Idiot, ist, dass ich hier den Namen, den ich eingeben kann, möchte ich natürlich einen Namen eingeben, mir übergeben lassen und anzeigen lassen. Das ist ganz einfach. Dafür gehe ich hier in den isSet-Befehl, also in den if-isSet-Befehl. Und zwar ist es so, immer wenn man irgendwas auswählt, zum Beispiel einen Namen eingibt, eine Anzahl oder so auswählt oder irgendwo ein Häkchen reinmacht, muss man einen Button drücken und durch den Button werden die Werte übergeben. Das heißt, die Werte können nur übergeben werden, wenn man auf den Button drückt. Das haben wir hier sichergestellt. Wenn nämlich der Button gedrückt wird, sagen wir jetzt, dass die Variablen-Name, nur ein Variablen-Namen, kann man nennen, wie man will, von $_post, Ecke, Klammern auf, einfaches Anführungszeichen, Name, so heißt nämlich unser Button, in dem wir unseren Namen streichen, Semikolon. Jetzt lassen wir den Namen noch ausgeben. Dafür sorgen wir, dass der Name, der eingegeben wird, in die Variable Name gespeichert wird und dann lassen wir uns diesen ausgeben. Wie man sieht, es ist so ähnlich wie hier oben. Theoretisch könnte man jetzt noch das isSet vor das Post schreiben mit dieser Klammer und könnte dann fragen, wurde überhaupt was eingegeben? Und wenn nichts eingegeben worden ist, kann man noch ein Fragezeichen machen und kann halt wieder post, also $_post, eckige Klammern und kann dann irgendeinen anderen Wert einfügen, der optional ist. Also wenn es halt nicht gedrückt worden ist, dann soll das und das ausgegeben werden. Aber da das Name ist, der übergeben werden soll,
wird dann natürlich so auch übergeben, wie wir es hier haben. Das heißt, wir speichern das jetzt kurz, gehen in unsere Datei, drücken Enter, drücken wir OK, kriegen wir nur das, passiert gar nichts, geben wir jetzt einen Namen ein, zum Beispiel Olaf, den ich vorhin schon eingegeben habe, und drücken OK, kriegen wir den Namen Olaf angezeigt. Läuft, würde ich mal sagen. Gut, was ich dann weiter erklärt habe, war hier drüben in meiner Datei, und zwar habe ich hier geschaut, was für Basics es noch gibt, wo ich so zeigen könnte. Eine davon war Session, zwei Leertasten und Semikolon. Das sorgt dafür, dass man auf der Webseite, wenn man auf Zurück oben drückt, dass das nicht funktioniert. Das ist halt wichtig, zum Beispiel bei irgendwelchen Spielen oder so. Dann wird einfach angezeigt, dass Element ist erloschen. Das heißt, es ist halt wirklich keine normale Website, sondern hier geht es wirklich darum, irgendwas zu machen, wo man halt nicht auf zurück kann. Der Rest hier sind alles Button oder Datenbankabfragen zu Datenbankabfragen. Oh Gott, im Himmel. Komme ich noch später. Ansonsten While-Schleife könnte ich noch machen. Und zwar mache ich einfach hier oben mal eine While-Schleife hin. While in Klammer Dollar Z ist ungleich 5 soll Echo Dollar Z ausgegeben werden. Eine simple While-Schleife. Und am Ende der While-Schleife soll natürlich Dollar Z ist gleich Dollar Z plus 1. Ups, plus 1. Sag mal, plus 1. So. Hier oben legen wir dann noch die Variablen an. Dollar Z ist gleich 0. Und jetzt bekommen wir natürlich auf unserer Website 1, 2, 3, 4, 5 angezeigt. Nope, das wollten wir nicht. Gehen auf zurück, aktualisieren die Website. Jetzt haben wir 0, 1, 2, 3, 4. Ja, stimmt, sobald es 5 ist, hört natürlich aus der While-Schleife aus. Da oben war eine If-Abfrage, können wir jetzt auch nochmal kurz einblenden. Hey Leute, ich habe es zum zweiten Mal verkackt, meine Stimme aufzunehmen, weil ich genau in dem Moment einen Stern geschrieben habe und ich habe meine Mute-Taste jetzt auf den Stern gelegt. Das heißt, ich kommentiere jetzt nochmal alles von dem Video nach. Das waren die letzten 8 Minuten, 9 Minuten, weißt du, ich habe nichts Besseres zu tun, als ungefähr eine Dreiviertelstunde für ein Kack-Video zu brauchen. Darum sage ich jetzt mal, weiter geht's. Sodale. Und zwar waren wir hier gerade beim Auskommentieren von Echo Hallo, weil wir den Rest noch benutzen wollten. Jut, jut. Und zwar kommentieren wir jetzt das Echo Hallo aus. Tschüss, Echo Hallo. Auskommentieren geht übrigens mit Slash und Stern und in HTML mit dem kleiner Zeichen, Ausrufezeichen, Minus, Minus, wie ihr gerade eben gesehen habt. Speichern das mal, sehen uns das auf der Webseite an. Kriegen ganz normal unsere Zahlen ausgegeben, die 1 von dem A und 0, 1, 2, 3, 4 von der anderen Variable. Können jetzt natürlich dann noch einen Namen eingeben, wie zum Beispiel Paul. Können auf OK klicken, jetzt kriegen wir noch den ganzen anderen Rest angezeigt. Der Button wurde gedrückt, Paul, und halt die 2, das ist unser A, das wir plus 1 gerechnet haben. Gut. Nächste Sache, die wir machen. Ich glaube, da war ich jetzt schon dabei. Ja, gut. Ah ja, genau. Und zwar kann man auch Variablen eine String erstellen. String ist eine Textdatei. Das habe ich vorher noch nicht ausprobiert. Habe ich dann jetzt gerade eben ausprobiert. Und welch Wunder, es ging. Also man kann natürlich auch Text in eine Variable speichern und den dann ausgeben lassen als Variable. Kann den auch irgendwas dazu addieren zu dem Text. Das ist gar kein Problem. Gut. Ich habe schon wieder vergessen, was ich als nächstes gemacht habe. Ich habe die ganzen verschiedenen Funktionen erklärt. Wir haben jetzt if kennengelernt. If hat eine Bedingung. Wenn diese erfüllt ist, wird dann der Code darin ausgeführt. Falls sie nicht erfüllt ist, wird der else-Code ausgeführt. Dann haben wir die while-Schleife kennengelernt. Hier, die wird so lange ausgeführt, bis hier die Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Hier zu beachten ist, dass man immer z gleich z plus 1 rechnet, weil wenn das nicht der Fall ist, dann kann es leicht dazu führen, dass man halt eine unendliche While-Schleife hat. Und nein, in dem Video habe ich es nicht ausprobiert, das habe ich auch gesagt. Es ist super toll, was nachzukommentieren. Dann haben wir das mit if-iset gelernt, also dass man zum Beispiel einen Button anlegen kann oder auch einen Button, wo man was eingeben kann. Wichtig dabei jetzt ist zu beachten, man kann das halt wirklich nur ausgeben lassen, wenn man den Button, wenn man das mit if-iset gemacht hat. Und wir haben uns den Namen ausgeben lassen, wir haben uns Text ausgeben lassen und so weiter. Und jetzt haben wir unser neues Dokument angelegt, in dem wir jetzt aufschreiben, wie unser Spiel jetzt eigentlich so sein soll. Also was genau jetzt da passieren soll. Und zwar Aufbau des Spiels. Und jetzt, wir nennen es einfach mal Kampfspiel. Und der erste Punkt, den wir haben in unserem Kampfspiel,
soll natürlich mit PHP programmiert sein. Zu beachten ist, ich kann da jetzt nicht wirklich super tolle Animationen reinbringen oder irgendwie bewegende Bilder. Ich kann schon Bilder reinbringen, ich kann Text reinbringen, ich kann verschiedene Monster, was weiß ich, was reinbringen. Und das Erste, was ich halt jetzt gemacht habe, ist, dass es rundenbasiert sein soll. Also wenn wir irgendwie kämpfen oder so, dann sollen wir angreifen, dann der Gegner, dann wieder wir. Also so ein bisschen wie Final Fantasy. Und das Nächste ist, es soll verschiedene Monstertypen natürlich geben. Diese werden wir dann in unserer Datenbank anlegen und halt auf random aufzeigen lassen, so wie in Pokémon, wenn man durch die hohen Gräser läuft und angegriffen wird. Dann soll es natürlich optionale Wege bzw. eine optionale Story geben, die halt je nach Entscheidung verändert werden kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man killt jetzt den Typen oder man killt jetzt das Schwein, dann passiert das und das. Oder wenn man jetzt das und das wegnimmt, dann passiert das und das. Also an sich wird es schon für mich persönlich ein größeres Projekt, das ich mit euch natürlich stemmen will. Ihr dürft natürlich sehr gerne mitprogrammieren, wenn es euch interessiert, oder euer eigenes programmieren. Dann soll es natürlich Skillen geben, also verschiedene Fähigkeiten, die der Charakter lernen kann, zum Beispiel Magie oder besserer Schwertkampf oder sonst irgendwas, ein ganz normale Rollenspieltypen halt. Und das Letzte war, ich glaube, da ist mir nichts mehr eingefallen, genau. Das könnt ihr euch ja dann überlegen, vielleicht fällt euch ja noch irgendwas ein zum Kampfspiel, was man vielleicht noch dazu schreiben kann oder sonst irgendwas. Das würde mich freuen, wie lange geht denn das Video jetzt noch? Schon noch ein Stückchen, da muss ich ja noch labern mit euch. Ah, ja, ja, ich habe eigentlich noch was Besseres zu tun. Ah, ich habe gerade rechts unten auf die Uhr geguckt, aber das ist die Uhr vom Video und da ist 11 Minuten vorher. Never mind. Gut. Das Video geht nicht vorwärts. Ich versuche jetzt einfach die Zeit zu überbrücken, weil ich keine Ahnung mehr habe, was ich da gelabert habe. Es tut mir echt leid, dass ich so dumm war und wieder auf das Mikrofon gekommen bin. Und, ja, wir warten und warten. An sich wollte ich jetzt zu Datenbanken übergehen. Und zwar, weil wir natürlich auch noch in die Datenbanken was schreiben wollen. Ich erkläre gerade XAMPP, genau. Und zwar, wenn ihr halt mitprogrammieren wollt, braucht ihr natürlich XAMPP. Das ist im Internet downloadbar als XAMPP Portable, also und so. Und dafür müsst ihr die beiden Server starten, die gerade angezeigt worden sind. Und dann könnt ihr einfach eure Datei erstellen und im Internet halt so unter localhost/ und dann der Dateiname halt aufrufen. Das heißt, ihr könnt sehr gerne euer eigenes Programm programmieren, euer eigenes Spiel programmieren. Das macht auf jeden Fall viel Spaß. Und falls ihr irgendwie Fragen habt oder so, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Und jetzt löschen wir erstmal unseren kompletten Code, außer unsere Buttons. Und fangen jetzt mal kurz an, hier eine Überschrift zu erstellen. Und zwar, das überspringe ich jetzt kurz, wie ich die Überschrift erstelle. Das ist, na okay, ich überspringe es nicht, sonst bin ich unsynchron mit dem Video. Ich muss eh noch gucken, wie ich das synchron hinkriege. Ne, warte mal, das ist ja synchron. Ja, Moment, ich nehme ja das Video dann. Oh, ich bin verwirrt. Auf jeden Fall erstellen wir mit dem HTML H1 und Center, erstellen wir halt eine Überschrift und dass sie eben in der Mitte ist. Und nennen sie jetzt einfach mal Kampfspiel. Und das überspringe ich mal kurz. So, wenn wir jetzt die Seite aktualisieren, haben wir halt Kampfspiel. Zumachen müssen wir das natürlich mit Slash Center und Slash H1. Das überspringe ich jetzt auch mal kurz. Jetzt haben wir es noch unterstrichen mit U und, okay, er ist vom Iran, warum nicht, mit Slash U. Und damit jetzt natürlich alles in der Mitte ist, machen wir jetzt noch die Buttons. Das funktioniert leider nicht, darum muss ich nochmal den Code kurz ändern und habe hier nochmal Center hingeschrieben und hier oben habe ich nochmal Center geschlossen. Jo. Ach ja, falls es euch irgendwie zu schnell geht, dann sagt es mir, dann erkläre ich das natürlich auch langsamer, aber wer halt sich mit HTML schon mal beschäftigt hat, dem sollten die Befehle klar sein. So, jetzt haben wir alles in der Mitte. Jetzt mache ich noch kurz eine BR-Zeile, damit es ein bisschen schöner aussieht. Ups, das ist ein bisschen rumgewackelt. Und jetzt fangen wir noch an mit der Datenbank. Und zwar als Erstes wollen wir natürlich Spielerinfo, Spielerprofil, wie auch immer. Wollen dann natürlich auch, ich glaube, das nächste war Monster-Tabelle oder so irgendwas. Ja, eine Monster-Tabelle, also damit wir natürlich auch wissen, wie stark die Monster sind, wie viel Leben die haben und so weiter. Und wollen dann natürlich noch eine Item-Tabelle. Wie das natürlich dann alles funktioniert, werde ich euch im nächsten Video zeigen, also wie das jetzt funktioniert mit SQL-Abfragen und so weiter. Und zum Schluss wollen wir noch eine Spielinfo-Tabelle. Das ist nämlich wichtig dafür, dass wir halt wissen, was für Items der Spieler hat oder wie viel Leben oder was genau jetzt der Fall ist im Spiel.
Gut, und jetzt speichern wir das halt ab. Speichern es ganz normal in unserer htdocs als Textdatei. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Und dann sage ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dann fail ich nicht mehr so mit den Aufnahmen. Bis dann. Tschüss.